Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute schauen wir uns die Berechnung von Zuschlagssätzen an. Wir werden uns das direkt anhand eines Beispiels anschauen und wir werden uns das auch direkt in Excel anschauen, weil es hauptsächlich eine Berechnung ist. Und dann sehen Sie direkt, wie man das Ganze in Excel mit Formeln umsetzt. So, ich habe ja schon mal die Aufgabe vorbereitet. Wenn Sie das live quasi mitverfolgen wollen, dann würde ich empfehlen, einfach mal kurz anzuhalten, die Sachen abzuschreiben in Ihrer Tabellenkalkulation. Wir haben hier ein Unternehmen gegeben, das produziert zwei verschiedene Produkte. In grün sind die Zellen, wo wir Sachen schon aus der Aufgabe gegeben haben. In orange, das sind die Zellen, wo wir irgendwas noch berechnen müssen. Und hier unten kommen wir schließlich dann zum Zuschlagssatz. Ich habe hier drei verschiedene Blätter angelegt. Einmal für die Kostenstelle Material, für die Kostenstelle Fertigung und für die Kostenstellen Verwaltung und Vertrieb. Zusammengenommen, weil die beide anders funktionieren und auf die gleiche Weise anders. Gehen wir mal hier zurück zum Material. Was haben wir hier gegeben? Wir haben für das Gesamtunternehmen gegeben, Materialgemeinkosten pro Jahr, das haben wir aus der Kostenstellenrechnung, das sind hier 67 Millionen Euro, ziemlich groß. Und dann für Produkt 1 haben wir gegeben, Materialeinzelkosten pro Stück in Höhe von 3.700 Euro und für Produkt 2 4.500 grob. Und für beide Produkte haben wir dann auch Stückzahlen noch gegeben. Und dann fangen wir jetzt einfach mal an zu rechnen. Denn wir wollen ja hier von den Einzelkosten pro Stück erstmal auf die Einzelkosten pro Jahr kommen. Rechnen wir einfach hier, fangen wir an mit der Formel, immer mit dem Gleichzeichen. Und dann nehmen wir einfach die Einzelkosten pro Stück mal die Stückzahl. Und dann kommen wir hier auf so einen Wert, 318 Millionen ungefähr. Das gleiche machen wir hier, entweder tippen wir es da nochmal neu an oder wir ziehen die Formel einfach mit hier rüber und dann haben wir Einzelkosten von 179 Millionen Euro. Die Summe der Einzelkosten für das ganze Unternehmen ist dann einfach die Summe dieser beiden Zahlen. Das können wir auf unterschiedliche Weisen machen. Machen wir jetzt einfach mal so. Das plus das. Enter. Haben wir 498 Millionen ungefähr. Und der Zuschlagssatz ergibt sich dann einfach als Verhältnis der Gemeinkosten geteilt durch die Einzelkosten. Und dann haben wir einen Zuschlagssatz in Höhe von 13,61%. Sie merken, ich habe hier schon vorformatiert. Das heißt, ich habe bei den Feldern, wo Euro-Werte rauskommen sollen, habe ich schon vorher meiner Tabellenkalkulation gesagt, dass das ein Feld ist, wo eine Währung vorkommt. Und da, wo eine Prozentzahl rauskommt, habe ich vorher schon mit Rechtsklick gesagt, dass es eine Prozentzahl sein soll mit zwei Kommastellen. Können Sie hier über das Kontextmenü machen, aber Sie können auch mit Rechtsklick auf Zellen formatieren gehen und dann hier die ganzen Sachen eingeben, bei entweder Prozent oder Währung oder Zahl und dann die ganzen einzelnen Angaben zu Dezimalstellen oder Tausender-Trennzeichen. So, jetzt haben wir den Zuschlagssatz für Material ausrechnen. Das gleiche machen wir für Fertigung, gehen hier rüber zur Fertigung. Diesmal habe ich mal hier die Produktionsstückzahl ausgelassen, muss natürlich die gleiche sein wie bei Material, aber da wir es drüben schon gegeben hatten, kann ich hier einfach einen Bezug machen, ist gleich und dann gehe ich rüber aufs andere Tabellenblatt, verweise hier drauf, Enter und dann habe ich da die 85.000 stehen. Vorteil, wenn ich dann später nochmal die Tabelle für was anderes benutzen will oder die Produktionsstückzahlen sich verändert haben, muss ich die Zahl dann nur an einer Stelle verändern, nämlich da, wo das in der grünen Zelle eingetragen ist. Das gleiche machen wir hier. Oder ich glaube, ich kann sogar einfach hier die Formel erweitern. Ja, dann bezieht sich einfach auf die Zelle rechts daneben. Und dann haben wir da 40.000 stehen. So, wir sind jetzt hier bei der Kostenstelle Fertigung. Haben da Gemeinkosten fürs ganze Jahr in Höhe von 230 Millionen ungefähr gegeben. Stückkosten, Einzelkosten pro Stück von 486 Euro und 632 für die einzelnen Produkte. Das wollen wir wieder aufs Jahr rechnen. Machen wir einfach mal die Stückzahl. Einfach hier in der Zelle ist gleich das hier mal die Stückzahl. Enter. Und dann haben wir 41 Millionen an Einzelkosten für Produkt 1. Das gleiche machen und dann die Formel ziehen wir rüber. Falls Sie das jetzt nicht, bis jetzt noch nicht genau erkannt haben. Ich gehe mit dem Mauscursor hier rechts unten an die Zelle, bis sich der Cursor in so ein kleines schwarzes Kreuz verändert und ziehe dann einfach nach rechts, da wo ich den Bezug hinziehen will. Jetzt sehen Sie hier,
Raute, Raute, Raute. Das heißt nicht, dass da irgendein Fehler passiert ist, sondern nur, dass die Zahl nicht in die Zelle passt. Die schnellste Methode, die Spalte jetzt anzupassen, ist komplett markieren hier oben und dann in diese Lücke doppelklicken. Und dann ist die Breite automatisch angepasst. Und wir sehen, 25 Millionen sind ungefähr die Einzelkosten für Produkt 2. Das summieren wir wieder für das ganze Unternehmen. Hier ist gleich das plus das. Dann haben wir gesamte Einzelkosten in der Fertigung für das Unternehmen von 66 Millionen Euro. Und dann können wir wieder ganz einfach den Zuschlagssatz bilden als das Verhältnis zwischen den Gemeinkosten und den Einzelkosten. Und dann haben wir 348%. Nicht erschrecken, wenn es auch mal Prozentzahlen geben kann, die über 100% sind. Über 100% liegen, das ist ganz normal, das kann rauskommen, das hängt immer davon ab, was für eine Art von Kostenstelle es ist und wie intensiv da zwischen Einzel- und Gemeinkosten dann unterschieden wird. Letzter Schritt ist dann noch die Zuschlagssätze für Verwaltung und Vertrieb zu berechnen. Hier haben wir ein bisschen anderes Vorgehen, denn bei Verwaltung und Vertrieb, wissen Sie, haben wir ja keine Einzelkosten, weil es ja keine Einzelkosten gibt. Da haben wir nur die Gemeinkosten gegeben. Für Verwaltung sind es hier 115 Millionen, für Vertrieb sind es 42 Millionen. Und die Bezugsgröße, wie gesagt, Einzelkosten gehen hier nicht. Deswegen braucht man eine andere Bezugsgröße, das sind die Herstellkosten. Habe ich hier schon mal hingeschrieben, was das genau ist. Nämlich nichts anderes als die Gemeinkosten aus Material und Fertigung plus die Einzelkosten von Material und Fertigung. Das schreiben wir hier auch mal rein. Ist gleich. Und dann beziehen wir uns hier rüber auf die anderen Tabellenblätter, haben hier einmal die Materialgemeinkosten, schreiben Plus, dann die Material-Einzelkosten, schreiben nochmal Plus und gehen rüber auf das Blatt Fertigung, haben hier die Fertigungsgemeinkosten und dann nochmal Plus die Fertigungseinzelkosten und dann sind wir fertig mit der Formel, Enter und dann haben wir hier einen Gesamtwert von der Herstellkosten in Höhe von 865 Millionen. Der Zuschlagssatz für die Verwaltung ist dann einfach das Verhältnis zwischen den Gemeinkosten der Verwaltung und den Herstellkosten, die wir eben berechnet haben. Da haben wir hier 13,38%. Und der Zuschlagssatz für Vertrieb ist nichts anderes als die Gemeinkosten für Vertrieb, das waren hier diese 42 Millionen, geteilt durch die Herstellkosten sind 4,91%. So, das war's schon mit diesem Video. Sorry für den Lärm, ich habe vergessen, das Fenster zuzumachen. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Wenn es Ihnen gefallen hat, hinterlassen Sie ein Like. Wenn nicht, dann ein Dislike. Oder wenn Ihre Gefühle komplizierter sind, dann hinterlassen Sie doch einen Kommentar.